Denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen. Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Okay, wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord Andre hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Okay, wo können wir übernachten? Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Okay, ja, ich muss weiter, Ende. Mehr Dialogwahlen gibt's nicht. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir, klar? So, wo geht Lothar jetzt hin? Er verzieht sich ins obere Viertel. Das ist das übrigens das obere Viertel, was wir nicht betreten können, solange wir nicht Bürger der Stadt sind. So, dann muss ich schon mal kurz was erklären. Es gibt in Gothic 2 drei Gilden. Einmal die Söldner, die Stadtwache, Miliz, Paladine und die Magier. Das ist ein Kloster in dem Teil. Hier ist es nicht mehr, dass man sich dem neuen Lager anschließt und sich dann entscheiden kann, ob man Krieger oder Magier wird. Man muss sich direkt entscheiden, ob man Magier oder Krieger werden will. Und dann kann man sich noch zwischen Söldner und Miliz entscheiden. Ich werde das ganze Spiel als Miliz spielen, sprich mit dem Weg zum Paladin hin. Weil, ich weiß nicht, habe ich bis jetzt immer gemacht und ist meiner Meinung nach auch irgendwie am besten. So, ich würde aber jetzt sagen, bevor wir uns hier irgendwie mit den ganzen... Hier haben wir ganz viele Läden, wir sehen das, hier haben wir einen Bogenmacher, einen Händler, dann haben wir einen Schmied. Bevor wir uns mit den ganzen Läden beschäftigen, gehen wir erstmal hier lang und kümmern uns erstmal um die Kaserne. Die ganze Stadt ist ziemlich groß, hier gibt es auch einiges zu entdecken. Hier haben wir den Tempel von Ardanos mit Vatras. Wir können auch mal mit Vatras reden gerade, denke ich gerade dran. Wir sollen ihm ja den Brief von Kevalorn bringen. Ardanos sei mit dir. Wer bist du? Ich bin Vatras, ein Diener des Ardanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ich habe hier einen Brief für dich. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Von Kevalorn, dem Jäger. Ich habe ihn einigen Banditen abgenommen. Ja, von Kevalorn. Von Kevalorn, dem Jäger. Kevalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kevalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Danke. Ja, ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Wir sprechen mal die Wahrheit. Es werden bald schreckliche Dinge passieren. Es sind Drachen gekommen. Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ja, wir sagen die Wahrheit. Xardas, der Magier, hat es mir erzählt. Er hat mich geschickt, die Paladine zu warnen. Der Dämonenbeschwörer. Er lebt also. Und er hat dich losgeschickt? Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener. Ich bin nur ein Abenteurer aus dem Süden. Ja, ein ehemaliger Gefangener. Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der von Xardas, dem Dämonenbeschwörer, erzählt bekommen hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten.
Das hört sich alles sehr abenteuerlich an, aber ich kann nicht erkennen, dass du mich anlügst. Daher muss ich annehmen, dass deine Beweggründe ehrlich sind. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Okay. Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Okay, ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Ich habe viele Menschen befreit. Die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Okay, aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun, wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Laris sprechen. Er wird dir helfen. Ah, Laris kennen wir auch noch. Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur drei Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Laris bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Okay, das werde ich tun. Das werde ich tun. Gut, machen wir Ende. Warte, wenn du Laris siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. Okay. So, gehen wir mal weiter. Wie gesagt, die ganze Stadt werden wir uns im Detail später anschauen. Wir halten uns hier erstmal am Rand. Und komm hier an den Marktplatz, das ist doch, haben wir eine Karte? Nee, ist das das Südtor? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall der andere Ausgang von Corinus. Hier haben wir Händler, von Waffenhändlern über Obst- und Gemüsehändlern, bis hin zu weiteren Waffenhändlern und Trankhändlern, ist hier alles dabei. So, hier haben wir auch wieder Greg. Hey. Eine Sache noch. Hör zu, Kleiner. Ich habe im Moment wichtige Dinge zu erledigen. Wir werden uns später unterhalten. Klar? Okay. Reden wir mal mit Hakon. Ich bin Hakon, der Waffenhändler. Kann ich etwas für dich tun? In diesen Tagen sollte jedermann eine Waffe tragen. Vor allem, wenn er außerhalb der Stadtmauern unterwegs ist. Okay, ja, das Verschwinden der Bürger von Korinus. Was weißt du über das Verschwinden der Bürger von Korinis? Ich habe schon viele durch das Stadttor im Osten schreiten sehen. Einige sind gekommen, die ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe.
Und viele sind dort hinausgegangen und kamen nie wieder. Aber neulich geschah etwas, das war schon befremdlich. Da war so ein Kerl bei mir. Ich glaube, Joe ist sein Name. Er prahlte damit, dass er bald zu großem Geld kommen würde. Er wüsste angeblich, wie man in einen der Stadttürme, in denen die Miliz ihre Waffen aufbewahrt, hineinkäme. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwohl er mir sonst jeden Tag etwa um die gleiche Zeit über den Weg gelaufen ist. Okay. Ich habe das der Miliz gemeldet und dachte, vielleicht haben sie ihn erwischt. Und ich finde ihn da im Kerker wieder. Lord André wusste aber nicht, wovon ich rede. Er kannte den Typen nicht einmal. Okay, ja, die Gegend außerhalb der Stadt. Er hat ja gerade gesagt, dass es nützlich ist, immer eine Waffe zu tragen. Soll uns mal etwas über die Gegend erzählen? Erzähl mir mehr über die Gegend außerhalb der Stadt. Es ist verdammt gefährlich geworden da draußen. Zum einen wegen der Banditen und zum anderen wegen der wilden Tiere. Selbst die Tiere scheinen in diesen beschissenen Zeiten nicht genug zu fressen zu haben. Sie wagen sich immer näher an die Stadt ran. Okay, was weißt du über die Banditen? Was weißt du über die Banditen? Was ich von ihnen weiß? Auf dem Weg in die Stadt haben sie mich ausgeraubt. Und ich bin nicht der Einzige. Die treiben hier schon seit geraumer Zeit ihr Unwesen. Die Miliz hat zwar mal versucht, sie aufzuspüren, aber ohne Erfolg. Okay. Weißt du, wer von der Miliz an der Suche beteiligt war? Der Kerl heißt Pablo. Er war mit ein paar anderen auf der Suche nach dem Banditen. Aber gefunden haben sie nicht. Weißt du, wo ich Pablo finden kann? Er patrouilliert durch die Stadt. Du findest ihn entweder am Tempelplatz oder in der Unterstadt. Okay. Ja, wo bist du überfallen worden? In der Nähe von Akils Hof. Geh einfach hier vorne aus dem Stadttor hinaus und folge dem Weg nach rechts. Dann kommst du nach einer Weile zu ein paar Treppenstufen. Von dort kamen die Kerle. Ich wette, die haben in dem Wald dahinter ihr Versteck. Ich werde mich darum kümmern. Was? Du willst dich mit den Banditen anlegen? Du alleine? Du bist wohl ein guter Kämpfer, was? Wie viel ist dir die Sache wert? Das ist eine gefährliche Sache. Naja, mir soll's recht sein. Ich zahle dir 100 Goldstücke, wenn du die Banditen besiegst. Das ist aber auch nicht viel. Jetzt zeig mir mal deine Ware. Oh ja, er hat schon schöne Waffen hier, eine Schlachtaxt. Aber es sind schon Waffen, von denen können wir noch träumen. Oh, Rohstahl zum Schmieden. Sehr nützlich. Ledergürtel, Milizgürtel. Okay. Ende. So, der nächste Händler, Jora. Enos zum Gruß, Fremder. Wenn du ein gutes Sortiment für Reisende suchst, dann bist du bei mir richtig. Aber ich warne dich. Wenn du vorhast, dich bei mir zu bedienen, ohne zu bezahlen, rufe ich die Stadtwache. Moment mal. Sehe ich etwa aus wie ein Dieb? Ha, du wärst nicht der Erste, der sich heute an meinen Sachen bereichert. Du bist bestohlen worden? Beweisen kann ich's nicht. Der Typ war verdammt clever. Hat sich vorgestellt als Rengaru, wenn das überhaupt sein richtiger Name war. Treibt sich schon die ganzen letzten Tage am Marktplatz rum. Und jeden Abend säuft er sich einen an am Bierstand die Straße runter. Ich wette, der Mistkerl versäuft mein Geld. Hab nur mal einen Moment nicht aufgepasst und mein Geldbeutel war weg. Das ist doch kein Geheimnis. Ich könnte dir dein Gold wiederbeschaffen. So? Und warum solltest du das tun? Kommt drauf an. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Ich will einen Teil des Goldes als Belohnung. Ja, ins obere Viertel ist wesentlich nützlicher. Da hast du dir den Falschen ausgesucht. Ich komme von außerhalb, so wie die meisten Händler hier am Marktplatz. Wenn du ins obere Viertel willst, geh zu den ansässigen Händlern in der Unterstadt. Ja, dann einen Teil des Goldes als Belohnung. Sieh erstmal zu, dass du mein Geld wieder beschaffst. Dann unterhalten wir uns über deine Belohnung. Das habe ich schon immer gesagt. Warum hast du die Stadtwachen gerufen? Warum hast du nicht die Stadtwachen gerufen? Wie viel Geld war in dem Beutel? Wie viel Gold war in dem Beutel? 50 Goldstücke. Das ist eine verdammte Menge in diesen beschissenen Zeiten. Die Stadtwache reagiert nur, wenn ein Dieb auf frischer Tat ertappt wird. Und als ich gemerkt habe, dass mein Geldbeutel fehlt, war der Mistkerl schon wieder weg.
Ja, wir werden mal sehen, was wir machen können. Ich werde mal sehen, was ich machen kann. Sei vorsichtig. Wenn du den Mistkerl einfach umhaust, werden die Stadtwachen eingreifen. In letzter Zeit ging es hier ziemlich rau zu und seit die Paladiner da sind, greifen die Wachen bei Schlägereien in der Stadt hart durch. Also lass dir was einfallen. Werde ich. Okay. Ich muss weiter. Erzähl mir nicht sowas. Boah, wir sind fast tot. Wir müssen unbedingt mal schlafen oder uns irgendwie heilen. So, schnell speichern. Und Rengaru, wie er ihn genannt hat, steht hier auch schon. Hier. Ach, erzähl mir nicht sowas. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt, nichts wie weg. So, und er läuft weg. Und wie man bekanntlich weiß... Hey, du. Ich habe ein Angebot für Nein. dich. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand.